Herzlich willkommen zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge hier aus dem Maggi-Koch-Studio. Wir haben heute wieder 10 Zutaten, also wir heißt ich und die liebe Hanna. Da bin ich. Ja, ich bin da, um dir zu helfen heute. Ja, du hast mir schon sehr geholfen, vielen Dank. Ja. Wir haben wieder 10 Zutaten, wir haben keine Ahnung, was in dieser Box ist, aber wir sollen auf jeden Fall wieder was Leckeres kochen. Machen wir das einmal, dass wir so kochen, dass ich deine Hände bin? Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt 10 Zutaten zum Thema Wochenmarkt. Ja. Die wir aber nicht kennen. Und wir werden jetzt gleich spontan was draus kochen. Okay, schauen wir mal rein. Ah, ja. Oh, das ist aber Wochenmarkt. Das ist echt, das ist Markt. Bis auf das. Ja, genau. Lakritz? Cool, Lakritz. Ist Lakritz, hat das irgendwas mit Markt zu tun? Magst du Lakritz? Ich liebe Lakritz. Ich hasse Lakritz. Okay, ich ignoriere das einfach mal und mach weiter. Wir haben hier 2 Möhren. Dann haben wir hier Austernpilze. Sehr lecker. Mhm. Erdnüsse in der Schale. Mhm. Dann haben wir hier Maronen, schon gegart. Perfekt. Wir sagen Maroni. Süß. Ja, Herbstgericht, weil wir haben hier auch noch einen Hokkaido-Kürbis. Ich muss mal kurz meinen Mund spülen. Jetzt? Okay. Ich warte auf dich. Hey, okay, gut. Dann haben wir noch Putenfleisch. Was ist das Hühnerfleisch? Hähnchenbrust. Hähnchenbrust. Sieht so aus. Einen Apfel. Und Pak Choi Beef. Teriyaki. Ich liebe Teriyaki. Ich liebe auch Teriyaki. Mm. Das ist auch ein neues Produkt. Ich habe es auch noch nicht selbst benutzt, muss ich sagen. Das war noch nicht 10, oder? 6, 7, 8, 9. Die 10. Zutat fehlt noch. Oh, sehr schön. Gut gefangen. Pak Choi. Mhm, das passt dann auf jeden Fall gut zu Pak Choi Beef. Ja. Nur Beef haben wir nicht. Nee, aber... Aber wir haben Fleisch. Jede Menge anderes Zeug. Ja. Ist es auf jeden Fall asiatisch? Asiatisch, ja. Ist es asiatisch? Ja, eine Kohlart auf jeden Fall. Mhm. Aber der ist eigentlich ganz gut zu verarbeiten. Den kann man eigentlich schneiden, anbraten oder dünsten. Oder ich habe schon Marouladen damit gemacht. Kürbis und Maronen, das ist für mich richtig herbstlich. Herbst, ja. Und die Pilze auch. Also hier haben wir auch Sojasauce und Honig mit drin. Man kann halt auf jeden Fall wirklich also Fleisch mit der Soße machen. Ja. Und auch die Maronen würde ich machen. Auch, weil ja. Auch nee, wirklich? Ja, doch. Mm, okay. Gute Idee von mir, ne? Sehr originell. Ich würde Lakritz und Fleisch irgendwie kombinieren. Ja? Man kann ja auch Lakritz-Soße machen. Also man könnte den Kürbis in Spalten schneiden und im Ofen machen. Ich überlege, ob wir das Hähnchen Soße? Irgendwie füllen können. Mit ja, mit Lakritz. Lakritz und Maronen, wenn wir das beides so zusammen stimmt. Packen, das, in könnten das Hähnchen wir, rein. Das könnten wir überlegen. Ja, ne? Oder wir braten das Gemüse in einer Pfanne an, machen unser Wochenmarktprodukt rein, Beef Teriyaki. Ja. Und dann legen wir das Fleisch da rein und garen das quasi in der Soße. In der Soße garen. Mhm. Dass es dann quasi diesen Geschmack annimmt. Genau. Und Apfel und Erdnüsse essen einfach so. Die Apfel kommt dann auf jeden Fall auch noch in die Füllung mit. Ja, stimmt. Okay, das ist auch gut. Ich mach mal den Kürbis, weil der braucht auf jeden Fall lange. Genau. Kannst du schon mal das Fleisch schneiden? Okay. Hast du irgendeinen Trick, wie du den Kürbis immer machst? Ich mache es ganz gerne auch mit einem Sägemesser, wenn ich eine gute Bewegung habe. Oder du spießt von oben rein und schlitzt es nach unten auf. Und dann ziehst du es so runter. Oh, das hat was. Das funktioniert echt gut. Dann die Kerne rausholen. Genau. So. So, das ist alles klein. So. Also ich habe eine Zeit lang habe ich wirklich im Winter und im Herbst fast täglich Kürbisspalten im Ofen gegessen. Auch. Ich liebe das. Und irgendwann habe ich damit angefangen und dann war es so eine richtige Sucht. Das ist so eine Sucht, ja. Ja, mit dir auch. Aber krass. Machen wir jetzt so rein. Teriyaki-Soße ist meine Lieblingssoße beim Asiaten. Meine auch. Das Fiese ist, dass man es eben nicht selber machen kann, finde ich es gut. Deswegen ist es super, wenn man es mit frischen Zutaten kaufen kann. Ja, und hier haben wir halt auch schon das Öl mit drin. Das ist ganz cool, weil dann können wir quasi perfekt. Unser gefülltes Fleisch dann da drin kurz anbraten. Perfekt, weil wir kein Fett haben. Genau. Okay, gut. Dann schneide ich mal die Sachen für die Füllung noch klein. Oh ja. Der Lakritz klein zu kriegen ist auch nicht so einfach. Apfel jetzt auch für die Füllung, oder? Genau. Du musst ja auch ganz klein. Also Maroni habe ich eine Zeit lang übrigens auch gesuchtet. Ja, das ist für mich auch so ein richtiges Weihnachtsessen. Gibt es bei euch eigentlich auch so auf so Ständen am Markt? Ja. Ganz klein. Okay, wie füllen wir das Fleisch? Aufschneiden. Wir schneiden so eine Tasche rein. Hier will ich reinschneiden, glaube ich. Genau, ganz gut ist es, wenn du das flach hinlegst mit deiner Hand, dass du ungefähr spürst, wie dick das ist und dann immer so nach und nach reinschneidest. Machen wir jetzt zuerst das Gemüse in der Pfanne? Erst die Würzpaste, dann das Fleisch und dann das Gemüse. Echt? Da vertraue ich ganz auf dein Fachwissen. Uh-oh. Das ist viel zu viel. Mmh. Oh, der Knoblauch. Geil, ne? Ja. Wie machen wir das zu? Zu binden? Haben wir Zahnstocher? Zahnstocher wären perfekt. Das wäre super. Die Würzpaste wärmen wir schon mal vor. Mhm. Dann kommt gleich das Fleisch rein. Und dann das Gemüse. Genau. Es duftet schon so. Das riecht total gut, ne? Mmh. Genau. Oh, das ist auch schön, ja. Ich glaube, das wird eine echt gute Füllung. Also ich mag alle Zutaten, die drin sind. Wenn du wirst die Füllung nicht mögen.
wegen der Lakritze. Ach, aber vielleicht in der Kombi ist es ganz geil. Ein paar Austernpilze dazu. Okay, und noch der Pak Choi. Das ist jetzt unser Asia-Huhn im Gemüsebett. Mhm. Ich glaube, ich drehe mal das Fleisch einmal um. Ja, mach das doch. Das ist gut. Was passiert. Oh. Jetzt können wir schon anrichten. Dann hacken wir noch die Erdnüsse und streuen die einmal drüber. Mhm. Ich glaube, das wird lecker. Und fertig. Ja. Ja. Wir essen Asiatisch. Okay. Du hast doch Kampfkunst gemacht. Teriyaki. Teriyaki habe ich gemacht. Ich kann Teriyaki. Boah. Ich probiere zuerst, okay. Ich bin mutiger als ja, du. Ja klar. Hungriger meinst du? Ich bin das sehr hungrig. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Schmeckt wirklich urgut. Schmeckt richtig gut. Hast du was von der Füllung abgekriegt? Mhm. Ich finde, dass Lakritz und Fleisch extrem gut zusammenpassen. Mhm, das stimmt. Das ist wirklich eine schöne Kombination. Mhm. Und da würde ich jetzt so nicht drauf kommen. Mhm. Noch mehr 10 Zutaten-Challenge findet ihr übrigens hier. Schaut die euch unbedingt an. Und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann einfach hier abonnieren. Genau. Einfach draufklicken. Kostet nichts. Schmeckt sehr lecker. Die war jetzt echt. Die war echt. Okay, die war echt gut. Die war okay. Die war ja, die gut. War mehr als okay. Die war gut. Die war mega. Fantastisch. Unglaublich also lecker. Für mich. Ist okay. Ah! Ist